Ja, Felix, was macht das mit dir, wenn dein Decurio, dem du dein Leben verdankst, auch an dem du siehst, wie er daran knabbert, wie der nicht zu dir gekommen ist, während alle anderen zerbrochen sind? Du hast sie geflickt, du hast gesehen, welche Wunden das gerissen hat, auch bei Albus, dem Ingenieur, der ist ja auch ziemlich kaputt gewesen. Der lenkt sich jetzt einfach ab, ne? Du hast jetzt von Kintogenos gehört. Der soll im Aquädukt helfen. Das ist wahrscheinlich wieder so eine Kompensation. Aber gerade Junius, der gesehen hat, wie die Männer rechts und links von ihm gestorben sind und dessen Verantwortung das war. Und du weißt, wie er seine Leute geliebt hat. Und er kommt nicht zu dir. Das Was macht macht das mit dir? Felix natürlich ziemlich traurig. Hat er doch Junius in seiner Karriere, in seiner Laufbahn schon eine Weile beobachten können. Und nun füllt ihn das auch mit Besorgnis von dem, was vor uns liegt. Wenn Junius noch gebrochen ist, kann unsere Unternehmung dann überhaupt von Erfolg gekrönt sein? Oder werden wir alle unseren Tod finden? Solche Gedanken gegen Felix gegen Kopf, aber auch eine leichte Furcht. Denn versucht, das Gespräch mit Junius zu suchen, hat er immer mal wieder. Und Andeutungen zu machen und ihnen klarzumachen, dass er für ihn da ist und er ein offenes Ohr hat, selber sprechen möchte. Ja. Aber den ersten Schritt muss nun mal er tun. Sonst funktioniert das nicht. Kintogenus ist auch zu dir gekommen. Er wurde im Verlaufe der Zeit, als ihr dann hier angekommen seid, wurde er euch wieder zugeteilt. Er war euch mal zugeteilt, ist dann aber zur Ausbildung zurückgeblieben und hat eben dieses Massaker an den drei Legionen überlebt. Und jetzt, wo ihr wieder zurück seid im Winterquartier, er sich wieder euch angeschlossen hat, ihn plagt es, er wäre gerne dabei gewesen. Und das ist umso abscheulicher, weil alle anderen wollen nicht. Aber er wollte, weil ihm fehlt was. Er weiß, dass ihr jetzt Bruder an Bruder oder mit den Auxiliareinheiten auch Schwestern Seite an Seite gestorben sind. Und er war nicht da, um das zu verhindern. Und jetzt sitzen diese gebrochenen Brüder und Schwestern dann um ihn herum und ja, er ist halt der, der nicht dabei war und das nagt an ihm. Ne? Und dieser Wunsch, dass er gerne, der gerne da ist. Du merkst jetzt auch, wenn du dich in den letzten paar Stunden des heutigen Tages noch mit ihm ein bisschen beschäftigst, dass dieses Feuer in seinen Augen. Er möchte nach Germanien, er möchte euer Leid miterleben und wissen, warum. Und das ist so ein bisschen, ja, diese Neugier nach dem Tod, die in Kintogenus tobt. Ganz gefährlich. Also zwei Dinge. Einmal hat Junius sich Davut vielleicht anvertraut, weil Davut ist, also wenn man Davut kennengelernt hat, ist er halt wirklich sehr einfühlsam, was man im ersten Moment gar nicht ihm so zutraut wahrscheinlich, aber er scheint sehr, sehr sensibel zu sein. Und er würde sich wahrscheinlich auch dem anderen Kameraden annehmen und ihn da ein bisschen probieren, ja, zu beschwichtigen, Trost zu spenden, soweit das irgendwie geht, dass es nicht seine Schuld war, dass er nicht da war, dass die Götter halt anderes mit ihm vorhatten. Das wird er sich schon probieren einzubringen diesbezüglich. Junius, gehst du darauf ein? Wenn da gerade so ein Davut kommt aus den Karpaten? Ich glaube, wenn, dann würde erstmal Junius nach der Schlacht das Trost im Boden eines Weinkrugs suchen. Er hat auch reichlich getrunken. In Ereignissen im Teutoburger Wald. Das wird dir Davut auch wahrscheinlich nie absprechen. Das, wie gesagt, der wird dir wahrscheinlich nur anbieten, probieren da zu sein, aber wenn du darauf nicht eingehst, wird er dich da auch in Ruhe lassen mit. Generell merkst du, dass du sehr hohen Respekt bei ihm hast und dass er dir auf jeden Fall sehr treu und loyal
zur Seite steht. Ja, Junius, bei dir ist es auf alle Fälle so, wenn du eine ruhige Minute hast, wenn du keine Leute um dich herum hast und diese Stille einkehrt, auch wenn in der Stadt, da ist immer irgendwie Lärm und irgendwelche Händler, die rumschreien, aber wenn sich jemand nicht direkt mit dir beschäftigt und du deine Leute um dich herum hast, dann hörst du immer diese Schreie, die dich aus dem Wald begleiten, die rufen deinen Namen, sie rufen dich um Hilfe. Und auch so ein Zittern in deinem Augenwinkel. Immer wenn du hinguckst, ist da keiner, aber dann zittert es an der anderen Seite und du drehst dich wieder so ein bisschen hektisch um, so ein bisschen fahrig, hast du auch dann direkt deine Hand am Gladius. Und ja, nur der Wein schafft dann Abhilfe. Oder aber die Umgebung von deinen Kameraden. Also ob es jetzt Titus ist, der einfache Legionär, oder Felix als Priester oder Albus als Ingenieur, auch wenn der jetzt gerade nicht da ist, aber ja, also auch Zain, der ägyptische Medikus, auch die helfen dir. Du brauchst einfach deine Leute um dich herum. Die geben dir halt, so wie du ihnen halt gibst. Oder halt der Wein. Du würdest, wenn du jetzt nochmal Leute verlierst, du weißt, Germanien, der Rhein, Oppidum Ubiorum ruft nach dir und ihr verhöhnendes Gelächter. Du kannst sie dann wieder vor deinem geistigen Auge erkennen, wie sie dann über deinen gefallenen Brüdern knien, ihnen die Köpfe abschneiden und sie dann auf Pfähle aufspießen. Was würde das mit dir tun, wenn du jetzt Felix neben dir verlierst oder wenn Titus stirbt, wenn du siehst, wie Sain dir der Arm herausgerissen wird von irgend so einem riesigen Barbaren mit Hosen, der dann auch noch drei Köpfe größer ist als der kleine Medikus, der sowieso schon so schwach ist, weil er von der Pest vor einigen Jahren dann geplagt worden ist, hat sowieso nicht viel Kraft. Und dann kommt auch noch so ein Riese, verdreht ihm die Glieder. Ja, diese Bilder kommen tatsächlich in den Träumen von Junius vor und wann immer sie passieren, schreckt er hoch, in kalten Schweiß gebadet. Häufig muss er sich dann noch übergeben. Dann ist die Nacht auch schon gelaufen. Geschmack von saurem Wein auf deiner Zunge. Und auch so erwachst du am nächsten Tage. Der Tag des Aufbruchs. Ihr habt euch mit Händlern unterhalten, habt noch ein bisschen eingekauft, habt euer Germanisch und das Gallisch etwas aufgefrischt. Die Pferde mit den Packtaschen stehen bereit und du erwachst gerade mit dem Geschmack von Erbrochenem auf deiner Zunge. Wenn Junius wieder seine Orientierung findet, dann kratzt er sich am Kopf. Er glaubt, er hat doch... Gestern hat er noch sich etwas rumgefragt, was man so sagt. In den hohen Häusern, bei den Bediensteten vielleicht, was man über diesen Vespasian sagt, wenn man etwas über diese Person kennt. Oder ob es einfach nur ein Niemand war, der zur falschen Zeit am falschen Ort war. Ja, auch du hast schon Status Legion gewürfelt, ne? Nein, ich hatte noch nichts gewürfelt. Du hast es noch nicht gewürfelt, dann tu das gerne mal. Das ist hier. 42. Ja, du hast dich ein bisschen rumgefragt. Der junge Mann, du hast den Namen sicherlich schon mal gehört. Kein sonderlich herausragender Soldat, aber auch kein besonders schlechter. Einfach Durchschnitt. Die Familie der Fabia sagt dir selbstverständlich, ähnlich wie die Familie der Julia, von dem ja unser Kaiser, der heilige Kaiser Augustus abstammt, beziehungsweise auch Julius Caesar, Gaius Julius Caesar. Das sind wichtige Familien. Ja, die Fabier haben ähnlich gekämpft, haben Tribune, Zenturione hervorgebracht. Das sind wichtigste Persönlichkeiten, auch in den hannibalischen Kriegen. Also die Fabier haben in der gesamten Geschichte des Römischen Reiches haben die großes Ansehen, auch wie die Scipionen gesammelt. Ihn selber kennst du jetzt nicht, aber das mag nichts heißen. Gut, wenn das wieder durch den Kopf schwirrt, diese Gesprächsfetzen, wie sie sich zusammensetzen wie ein Puzzle, dann ja, erhebt er sich,
Er wäscht sich aber nur das Nötigste. Und dann schaut er, bevor die Stille einsetzt, sucht er seine Männer auf. Ja, wenn du dann nach draußen trittst, hast du noch einen Eimer mit Wasser über den Kopf geschüttet, damit du einen klaren Kopf bekommst, den ekelhaften Geschmack aus dem Mund gespült. Kannst du auch sehen, wie sie dann dort schon stehen, in all ihrer Pracht, auch wenn es nicht viele sind, aber du hast deine Leute unter Kontrolle gebracht. Ne? Albus ist immer noch nicht da, aber Davut steht dort, auch wenn er keinen richtigen römischen... keine römische Rüstung trägt, sondern eher so ein Speergewand als Kundschafter, eine leichte Rüstung trägt, durch den Überwurf schon jetzt als Händler zu erkennen. An den Schuhen kannst du ihn aber auch als Legionär ausmachen. Felix Seneca, der alte Priester, der schon seine Dienstzeit eigentlich rum hat und jetzt ein weiteres Mal für das Römische Reich streitet, da großes Ansehen errungen hat. Kintugenus ist dabei, der Bogenschütze, Titus und eben Zain, der Medikus, der etwas klein ist und verloren. Deine Dekurie ist zwar nicht mit 10 Leuten gefüllt, aber das sind die Leute, auf die du dich vertrauen kannst, mit denen ihr gemeinsam über den Rhein gekommen seid. Und dein Streitross Bucephalos, was dort neben den anderen Pferden steht. Seid ihr bereit? Nein, nicht ganz. Bevor wir aufbrechen, bestehe ich auf ein letztes Reinigungsritual für jeden von uns, bevor wir die letzte Stadt mit einem Jupiter-Tempel verlassen. Sehr gerne. Und ich habe mir letzte Nacht noch etwas überlegt. Vielleicht sollte ich mich als reisender Gelehrter ausgeben, der ein Heiler ist und etwas über die Heilkünste der Germanen lernen will. Das gäbe mir einen Vorwand, mit Leuten dort zu sprechen, ohne verdächtig zu sein. Und ich denke, ich könnte diese Rolle sehr gut rüberbringen, weil mich das tatsächlich sehr interessiert, was diese Barbaren für Heilkräuter verwenden. Kräuterheilkunde. Davut nickt zustimmt. Und falls jemand von euch sich nicht zutraut, sich selbst als Händler auszugeben, so ein Händler hat bestimmt irgendwelche Leibwächter. Man kann euch auch als Leibwächter ausgeben. Ein guter Zain, wenn du diesen Plan umsetzt, um dich dort umzuhören, dann nimm immer Davut mit. Davut, pass auf deinen Bruder Zain auf. Also, wenn er sich umhört, denn diese Germanen, die sind nicht auf den Kopf gefallen, sonst hätten sie das nicht geschafft, was sie gemacht haben. Sehr gerne. Sie mögen 2 Köpfe größer sein als ich, aber sie sind nur 1 Kopf größer als Davut. Und Reinigungszeremonie, sagst du, Felix? Ja, aber natürlich. Wird wohl etwas dauern, aber unsere Abreise wird sich um nichts Wesentliches verzögern. Und schließlich ist es wichtig und wesentlich. Wir können nicht darauf verzichten. So kommt. Begleitet mich in den Tempel. Dort werde ich jeden von euch waschen und segnen. So mögen wir auch ein kleines Opfer darbieten. Yunus verzieht etwas das Gesicht, aber macht dann auch so eine Geste an die anderen, dass sie dann Felix folgen mögen. Also bei Davut kann man wahrscheinlich abschätzen, dass er es Felix zuliebe machen wird. Der wahrscheinlich selber eher so wirkt, als würde er da nicht so viel von halten, aber nun ja. Ja, dann wird Felix zusammen mit euch in den Jupiter-Tempel gehen und euch einmal rituell reinigen und die entsprechenden Liturgien preisgeben, kundgeben und jeden von uns einmal für unsere anstehende Aufgabe zu segnen.
mögen wir doch Jupiters Segen auf uns waschen, so dass er über uns wacht. Und wahrscheinlich wird das so etwa ein Stundenglas, eine Stunde in Anspruch nehmen. Möchtest du eine Ziege opfern? Wenn ich eine Ziege bekomme, sehr gerne. Selbstverständlich. Sonst hätte ich auch mit kleinem Tier vorlieb genommen. Ja, also du kannst auch größere Tiere, einen Ochsen vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber je nachdem, kannst auch eine Taube oder sowas opfern, was auch immer dir gerade in den Sinn kommt. Ja, so eine Ziege, ich denke jetzt für eure kleine Dekorie und den Weg, den ihr zurücklegen sollt, aufgrund der Gefährlichkeit, wäre vielleicht schon eine Ziege, wäre glaube ich schon angemessen. Ja, Felix hat das natürlich kalkuliert, wie das den guten Priestern beigebracht wurde, je nach Aufgabe. Mhm, genau. Und eine Ziege ist wahrhaftig angemessen. Dann gib mir mal einen Wurf auf Vorhersage. Okay. Interessant. Du bist im Tempel, du hast ein Opfer, du kriegst einen Bonuswürfel, ne, weil du machst das jetzt auch nicht mit kleinem Getier, du hast auch genug Zeit, du hast deine Opfermesser, deine Ritualschwenker mit dem Weihrauch, du hast Hilfspersonal gerade hier noch im Tempel und dementsprechend ist da auch ein Bonuswürfel angemessen. 14. Eine reguläre Schwierigkeit. Das sind zwei Erfolgsstufen. Du schlitzt dem Tier die Kehle auf, lässt es ausbluten, packst es dann auf den Rauchaltar, damit das Fleisch dann auch gesotten und gebraten werden kann, damit du es selbst noch ein bisschen verspeisen kannst, aber eben auch deine Mitbetenden und die anderen Priester dann im Verlaufe des Tages davon essen können. Und wenn du dann den Bauch aufschneidest und dir die Gedärme ansiehst, um darin zu lesen, wie es eben ein guter Priester so tut, kannst du schwarze Stellen erkennen, die an der Stelle nicht sein sollten. Euch erwarten Schwierigkeiten. Euch erwartet Unvorhergesehenes und große Gefahren. Oh, aber das erzähle ich meinen Gefährten nicht, sonst wäre es ja vorhergesehen. Ja, das ist so das, was du zumindest in diesen Gedärmschlingen sehen kannst. Brauchst du ein paar Minuten, um dich zu sammeln, kannst dann wieder zu den anderen treten. Während dann die Ziege abgenommen wird und sie dann auf dem offenen Feuer gebraten wird, dann könntest du dir noch überlegen, was du dann an die anderen kommunizierst. Und sind die Götter mit uns? Schaut Davut ihn erwartungsvoll an. Das werden sie nach diesem Opfer ganz sicher sein. Nun, dass uns Hindernisse im Weg stehen, das wissen wir. Das sollte uns offensichtlich sein und nichts anderes werden uns auch diese Götter sagen wollen. Doch es ist unsere Aufgabe, jene zu überwinden. Und wir werden an unseren Aufgaben wachsen. Wisst ihr, wenn Männer wie wir eine solche Schlacht hinter sich haben, Schlachten sind immer traumatisch und machen gebrochene Männer. Aber jene, die daraus hervorgehen, sind umso stärker. Es ist wie Gussstein, gemacht aus vielen kleinen Steinen, die zusammen einzeln schwach wären. Doch wenn sie einmal gebrochen und wieder zusammengesetzt werden, sind sie umso stärker. So sind auch die Männer und die Menschen, die Krieger. Und dass ihr und wir bereit sind, eine weitere Reise anzutreten und noch keiner von uns dran gedacht hat, zu desertieren, zeigt, dass wir eben solche Männer sind. Meine Kameraden, meine Brüder, die Götter haben sich die Mühe gemacht, uns aus diesem Massaker herauszuholen. Dann werden sie uns wohl nicht so schnell fallen lassen. Verliert nicht den Mut. Und so brecht ihr auf. Steigt auf die Pferde und reitet nach Norden.
Die Straßen sind wie immer im Römischen Reich gut ausgebaut. Das ist Legionsstandard. Dort, wo die Legion marschiert, werden Steine gelegt. Dort, wo sie nächtigen, ein Fort aufgebaut. Es ist ein langer Weg. Viele, viele Kilometer. Ihr seid den Weg schon einige Male gelaufen, beziehungsweise geritten. Vor allem beim letzten Mal, als ihr noch verletzt wart, habt ihr länger gebraucht. Ihr vermutet, dass ihr um die 40 Tage braucht. Der Mars ist jetzt gerade in der Anfangszeit, der März, der Mars, Kriegszeit hat gerufen und ihr folgt. So dass ihr von Tarraco aus in Richtung Norden über die Straßen die ersten 7 Tage lauft. Die gebirgige Region führt euch in Richtung Narbo. Es wird, je nachdem, wie weit ihr lauft, kälter und kälter. Zunächst im Gebirge. Und dann lasst ihr zumindest die großen Äcker hinter euch, wo die hispanischen Bauern auf dem Felde stehen und gerade die Felder bestellen. Vor euch liegen dann die sanften Hügellande, wenn ihr dann die Berge überwunden habt und Narbo hinter euch gelassen habt, irgendwann Lugdunum auf dem Weg vor euch liegt, könnt ihr ja zahlreiche Pferde erkennen, die hier grasen. Immer und immer wieder diese wilden Tiere, die man sich einfach nur einfangen muss, damit man sie dann zureitet und dann unter seine Knute zwingt. Es sind so viele Tiere, so viele Hügel, so viel Gras. Und immer wieder vereinzelt einige Dörfer, die ihr am Rande erkennen könnt, aus denen einiger Rauch aus dem Schornstein herauskommt. Und immer mal wieder die Tavernen am Wegesrand, die von der römischen Qualität und dem Provinzstatus zeugen, damit man dann hier etwas römisches Leben dann importiert hat. Aber der Wein wird mit jedem Kilometer, den ihr nach Norden reist, schlechter und schlechter. Das Wetter wird regnerischer und kälter. Gerade als ihr dann die Berge hinter euch gelassen habt, Narbo und dann schließlich Lugdunum nach den ersten 17 Tagen dann auf euch wartet, wo ihr auf einem kleinen Hügel dann eine Station eben stehen bleiben könnt. Auch hier führt eine große Straße direkt in Richtung Rom, direkt in Richtung Heimat. Und ja. Unterwegs würde Junius mal mit seinem Pferd auf die Höhe von Titus Pferd reiten. Gespräch suchen. Ja? Titus. Und Junius macht seinen Wink mit dem Kopf auf die Landschaft. Und willst du die Heimat? Ja, Heimat ist es, aber ich kann mich kaum an ihr erfreuen, wenn ich bedenke, warum wir sie wieder durchreisen. Ich weiß, was du meinst. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Also was der Priester gesagt hat, das sah für mich nicht aus nach einem guten Omen. Soll ich dir ein Geheimnis verraten, Titus? Ja. Das, was ich den anderen niemals sagen würde. Ja? Wenn du solcher Mensch bist, der bei so etwas ein schlechtes Gefühl hast, dann hast du das Zeug zum Decurio in dir. Du musst auf jeden Mist gefasst sein, den einen das Schicksal, den die Götter einem entgegenschleudern. Dieser Auftrag hier, das ist, wenn auch nur einer von uns zurückkehrt, dann wir sollten, wenn wir drüben sind, schauen, ob wir nicht unseren Adler wiederbekommen. Nur dann wird die Legion wieder, wenn wir unseren Adler wieder hätten, dann würden sie doch unsere Legion nicht einfach so einstampfen.
oder? Jetzt blickt die Junius verschämt zur Seite. Lass doch den Adler in Ruhe. Es ist wichtiger, dass wir alle als Gemeinschaft wiederkehren. Keiner von uns verloren geht auf irgendwelchen Abenteuern unnötige Risiken für so ein bisschen vergoldetes Vogelding. Du weißt, wie viel Blut wir vergossen haben. Wie viele Männer. Ja. Wir werden ihn nicht wiederbekommen. Die verdammten Barbaren werden ihn eingeschmolzen haben oder verbrannt oder ihren Göttern geopfert. Ja. Junius führt sein Pferd etwas näher, klopft dann, wenn er nah genug dran ist, Titus einmal auf die Schulter. Würfel mal auf Psychologie, Junius. Mhm. Das Einschätzen von deinem Bruder Titus.